Mit den Grünen ist nun auch ein neuer Frauentyp im Deutschen Bundestag vertreten. Die Emanze. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Frauen. Jährlich werden Tausende von Frauen in der Bundesrepublik nämlich vergewaltigt, der überwiegende Teil davon in der Ehe. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Ich merke, ich habe das Richtige gesagt. Sie sind getroffen. Sexismus, was heute, glaube ich, jeder Mann verstehen würde und was aber von dem überwiegenden Teil der Parlamentarier verstanden wurde, als es geht jetzt um Sex. Deswegen dieses, ja, sie wissen gar nicht mehr, wo sie sich hinschmeißen sollen vor Lachanfall. Das war Männerwelt, Männerwelt. Die machen die Politik, da war alles verraucht, die haben geraucht. Und es war, und dann kommen da diese Frauen, da kommen diese Frauen, da kommen diese verrückten, durchgeknallten, nervigen Weiber. Und Sie werden doch sowieso schon immer durch alle Instanzen durchgehoben, meine Damen. Und ich werde das jetzt mal beweisen, wie das normalerweise in der Gesellschaft läuft. Und da spreche ich auch noch mal die Männer an, die dann in ihrer bewundernswerten Ritterlichkeit diesen ganzen Blödsinn mittragen, hier, meine Damen und Herren. Also, fangen wir mal hier an. Wir müssen für etwas einstehen. Ja, für die Lebenden, für die Frauen, für ihre Selbstbestimmung und nicht für irgendwelche Ungeborenen. Ja. Im Ernst? Dann geht es ja weiter. Förderungsprogramme für Frauen und Mädchen. Nur für Frauen. Kann ich Ihnen so eine Latte aufzählen? Haben wir die Zeit nicht dazu, aber das können wir noch machen. Was wollen Sie eigentlich? Angeblich keine Geschlechter mehr, dann brauchen Sie den Antrag nicht. Oder wollen Sie 50 Geschlechter, dann reicht der Antrag nicht. Sie müssen sich entscheiden, was Sie wollen. Also in irgendeine Richtung müssen Sie gehen, meine Damen. Es geht ja weiter. Die Quotenregelung wollen Sie auch nur bei angenehmen Tätigkeiten. Ich würde Sie gerne mal mitnehmen zu einer Arbeit, wo Sie das erste Mal arbeiten lernen. Passen Sie mal auf. Das würde ich Sie gerne mal mitnehmen. Kann ich Ihnen mal zeigen. Passen Sie mal auf. Gehen Sie mal in Straßenbau. Quotenregelung im Straßenbau, keine. Dachdecker, keine Quotenregelung. Fliesenleger, keine Quotenregelung. Bagger, keine Quotenregelung. Ist anstrengend, wird man nass dabei. Wir brachten Themen mit, die auch in der Gesellschaft schon lange auf der Tagesordnung waren, aber eben noch nicht im Parlament. Da brauchen Sie keine Quotenregelung, oder? Das ist nicht angenehm, kann ich mir gut vorstellen. Ich will Ihnen mal die Verteilung mal sagen, die wir hier haben. Da, hören Sie erst mal zu, Sie können sich dann aufregen. Der öffentliche Dienst ist eines der begehrtesten Arbeitsplätze. Wen finden wir dort? Wen finden wir dort? Natürlich die Frauen. Ja, im Ernst. Entschuldigung, aber es ist ja juristisch schon vorhin erklärt worden. Die haben einfach vorher kein Recht. Und die Grundrechte, das Menschenrecht gilt zuerst mal für die Frau und dann für alles andere. Wissen Sie, die Eigenschaften von Frauen werden immer so gemacht. Führungsstark, Durchsetzungsvermögen, schmerzunempfindlicher und in jeder Beziehung superlative ohne Ende. Aber sie kommen einfach nicht hoch. Woran liegt denn das? Vielleicht liegt es daran, dass sie zu wenig Energie aufbringen. Könnte doch passieren. 3,2 Millionen Unfälle, davon 2/3 Männer. Haben Sie sich schon mal damit beschäftigt? Interessiert Sie nicht. Und bei den tödlichen Arbeitsunfällen, 3.900 pro Jahr haben wir 95% Männer. Ist auch klar. Uninteressant. Können Sie sich totlachen drüber? Ist ja auch klar. Die Lebenserwartung der Männer ist um 5 Jahre geringer als Frauen. Und bei den tödlichen Arbeitsunfällen, 3.900 pro Jahr haben wir 95% Männer. Ist auch klar. Uninteressant. Können Sie sich totlachen drüber? Ist ja auch klar. Und bei den tödlichen Arbeitsunfällen. Es war Männerwelt, Männerwelt. Die machen die Politik, da war alles verraucht, die haben geraucht. Und dann kommen da diese Frauen, kommen diese verrückten, durchgeknallten, nervigen Weiber. Diese Frauen sind schon Heldinnen der deutschen Gesellschaft
für mich, weil sie mit viel Mut und mit viel Widerstandsvermögen das durchgehalten haben, sich durchzusetzen. Lebenserwartung der Männer sind 5 Jahre geringer. Und jetzt kann ich Ihnen auch noch mal ein schönes Beispiel sagen, wenn ich die Zeit noch habe. Also, Herr Kollege, die Zeit haben Sie leider nicht mehr. Habe ich nicht mehr. Sagen muss. Und schade. Schade, ich hätte Ihnen noch was Schönes erzählt. Ich habe hier nur Wasser. Also, Schlusswort, strengen Sie sich mehr an, dann kommen Sie auch in die Position rein. Vielen Dank. Diese Frauen sind schon Heldinnen der deutschen Gesellschaft.